Wird mir schwindelig. Hier wollte ich schon immer mal meine Füße baumeln lassen, in den Avatar-Bergen. Die Filmreihe sicherlich bekannt oder auch mit dem höchsten Fahrstuhl der Welt mal fahren. Ich habe Gänsehaut, ey. Der Nebel hängt da drin. Das ist der absolute Burner hier. Willkommen hier zu einem Weltspot, Zhangjiajie Nationalpark in China. Gegründet 1982 und in diesem Video werde ich euch die volle Schönheit zeigen. Ich bin hier ganz alleine. Übernachtet habe ich hier im Nationalpark selber. Deswegen hatte ich auch die einmalige Möglichkeit, hier komplett vor allen Touristen da zu sein und ja, einfach alles nur auf mich alleine wirken zu lassen. Nichts außer Tiergeräusche, keine Musik, keine Lautsprecher der Touristen, keine Gruppen, nur mein Gerede. Also das ist das, was ich meinte, ne? Da ist schon eine andere Stimmung auf jeden Fall hier. Am Ende des Videos geht es noch in einer der längsten Seilbahnen der Welt, ganz oben dort auf dem Berg. Das ist das Tor des Himmels, Tianmenberg. Jetzt geht es aber erstmal in den Fahrstuhl rein. Ganze 66 Sekunden dauert die Fahrt. Also das ist auf jeden Fall, wow. Mal kurz genießen hier. Ich glaube, ich fahre nochmal direkt hoch. Oh. Drohne fliegen hier am Aufzug direkt an der Polizeistation. Also das passiert, wenn ihr von unten nach oben fahrt, ja. Definitiv die Route. Am besten im Nationalpark übernachten, alleine sein, oben ohne Menschen nach unten fahren und Menschenmassen meiden. Also ihr müsst euch hier auch teilweise auf heftigst lange Warteschlangen einstellen. Schaut euch das mal an. Wie die Chicken hängen die da alle drin. Und das mache ich auf gar keinen Fall. Ne? Also ich würde mich da auf gar keinen Fall anstellen. Ich würde jetzt mal Trick 17. Ich würde jetzt mal anfangen zu laufen, zu Fuß und den Daumen raushalten. Der erste Bus ist schon dran vorbeigefahren. Mal gucken. Geil, er nimmt mich mit, Alter. Der zweite nimmt mich bereits mit. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Oh, wow. Xie xie. Ni hao. Ni hao. I can also say Ni hao piao yang. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Geil, oder? Das ist genau dieses Unerwartete, was ich liebe auf Reisen. Und die Kids, das ist eine Schulklasse hier, die sprechen auch alle perfekt Englisch. Ne? Die sind alle von der International School. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich hier im Nationalpark übernachtet habe. Also man wird hier mit einem Tee begrüßt, aber wisst ihr, was das Highlight hier ist? Das hier. Wisst ihr warum? Schaut mal, was da drunter ist. Ist das geil? Da brennt Kohle in einem Bottich. Man legt das hier drüber und es ist einfach geil warm da drunter. Da kommt man nach Hause und schaut euch mal diese Überraschung an. Hey, komm mal her. Guck mal, wie geil. Hallo. Klein und unschuldig, ja. Da ist die Welt noch in Ordnung, ne. Jetzt mal sofort einen Tee mitgenommen und den werden wir uns jetzt gleich mal schön reinziehen. Ich habe ja mein Glas mit am Start, ja. Habt ihr schon mal rote Bananen gegessen? Aber oh, wirklich, diese hier, ne, die sind so süß. Aber rote Bananen. Geile. Hier geht man jetzt überall rein, nur noch mit dem Gesicht. Das ist nämlich hinterlegt. Die Fratze hat auf jeden Fall erkannt. Euer Gesicht wird registriert am Anfang. China-like. Und damit habt ihr dann überall Zutritt. Da sage ich nur Face Off. Kennt ihr den Film? Mit Nicolas Cage und dem anderen coolen Dude. Wie heißt er gleich? Namen vergessen. Face Off. Geiler Film, Mann. Also ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich rede ja nicht immer alles schön, sondern versuche euch ja meine wirklichen Impressionen hier ungefiltert wiederzugeben. Allen Seiten kommen diese Touristengruppen mit ihren Lautsprechern, mit ihrem Gelaber. Das stört mich schon mal hier, ne? Weil Nationalpark, Natur, Vogelgeräusche, Stille, das ist das, was ich mir wünsche. Sag's nochmal. Lautsprecher weg, Natur genießen. Ja. Und einfach über Kopfhörer. Ja. Über Kopfhörer, vorne der Audioguide labert, du hast es auf dem Ohr und dann hört es nicht die ganze Menschheit um dich rum. Ja, definitiv, Mann. So möchte ich am liebsten jeden Morgen aufwachen, zu Vögelgezwitschern. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich schon mittendrin bin, weil jetzt gar nicht mehr so weit brauche, um die bekannten Felsformationen zu sehen. Schaut mal auch hier, wie das alles schön blüht. Ist cool, ne? Meine Mappe dabei übrigens. Der Robin, der hat mir alles erklärt, wo was ist. Handy, Mappe nutze ich hier nicht. Ich habe eh jetzt erstmal für 2 Tage mein Social Media und alles ausgeschaltet, um einfach mal runterzukommen und
Ja, nur mich hier drauf einzulassen, in diesem Moment hier zu sein. Und ich werde nur vloggen und alles für mich hier genießen. Also in 2 Tagen, 3 Tagen bin ich dann auch wieder da. Hab meinen Eltern auch Bescheid gegeben und meinem Bruder, meiner Familie, dass ich erstmal offline bin. Ich laufe hier wie ein kleines Kind, weil ich so heftig aufgeregt bin. Schaut euch das an, also ein Traum hier zu sein. Wow. So krass. Die Schönheit unseres Planeten, die liegt uns hier zu Füßen. Das ist so unfassbar schön hier. Der Nebel hängt da drin, schaut euch das an. Und ich bin ganz, ganz alleine. Da ist das Ding, die Himmelssäule, Heaven's Pillar, 1000 Meter hoch, weltbekannt durch den Film Avatar. Eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit, wo ihr auf jeden Fall den Park dann ganz für euch alleine habt, neben ein paar Mitarbeitern, die ja das Essen schon mal vorbereiten. Aber jetzt wird es hier langsam, kommen die Ersten, ne? Hallo. Oh, schwanger. Oh, hast du Babys, hä? Meine Haarfarbe, ey. Mein Bruder. Ja, also ganz früh morgens hier sein. Versuchen wirklich ganz früh morgens alleine hier zu sein. Ich glaube, das ist Magic. Tianmen Mountain hinter mir, auch weltbekannt. Und ich bin relativ spät dran. Ich komme ja, heute Morgen war ich noch im Shanghai Nationalpark. Und jetzt gehe ich da noch schnell hoch. Ihr könnt aussuchen, ihr könnt die Linie A nehmen, dann nehmt ihr direkt die längste Seilbahn der Welt, 7, noch fast Kilometer, von der Stadt direkt auf den Berg, oder ihr nehmt Linie B. Ich glaube, da ist auch weniger los, weniger Touristen, weniger Wartezeit, das bevorzuge ich immer. Und dann nehmt ihr den entgegengesetzten Weg, dann nehmt ihr zuerst einen Bus, nehmt dann nur das kurze Stück Seilbahn, fahrt hoch und nehmt dann die längste Seilbahn der Welt wieder runter in die Stadt zurück. Die will mich nicht gehen lassen. Die wollte mich nicht gehen lassen, aber ich habe keine Lust hier auf Dings. Die wollte mich hier nicht laufen lassen, ey. Ich will doch hier nicht mit den ganzen Kollegen hier rumstehen, ey. Schon mal die ersten Höhenmeter hier. Einfach losgerissen schon wieder. Ich durfte nicht die Treppen laufen, ey. Ich weiß nicht warum. Alter, das ist anstrengend. Okay, jetzt verstehe ich sie. Sie wollte mich beschützen. Jo. Ja, hallo. Einfach mal die Touristen hier anschreien. Dann mal willkommen zum Himmelstor. Hier Tianmen Mountain, Tianmen Berg nennt sich das Ganze. Hier ist ein bisschen mehr los, aber das da oben ist schon sehr impressive. Dann laufe ich jetzt mal hoch. Endlich mal ein Weißer hier. Jetzt bin ich immer nur von Asiaten umgeben. Ich glaube, der hat sich in die Hose gemacht, so wie er da runter geht. Entschuldigung. Oder er schont einfach seine Knie. Die bringen ja alle ihre Babys mit. Hallo. Der kriegt aber nicht so viel mit, oder? Hier laufen alle Altersgruppen hoch. Fragen wir jetzt mal kurz, wie alt der ist. Ah, Checheni. Wow. 75 ist er, 75. Super gut. Tschetscheni. Bye bye. Also Freunde der Treppen. 11 Minuten. Stetiges Gehen. Ohne Pause. Dann seid ihr hier oben. Ja, du warst ja. Ja, dahin geht's. Hallo, Elcho! Das war's. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Checkt die anderen Clips aus China und bis zum nächsten Clip. Schönes Weekend euch. Ciao, ciao.